Yannick von Wise Fitness hier und heute geht es darum, dass HIIT, H-I-I-T, dein Krafttraining nicht ersetzt. Oder auch nicht die richtige Wahl ist, die richtige Trainingswahl, so wie es häufig heißt. Ich sehe da immer nur so ein paar Headlines. HIIT. Die moderne Form, möglichst schnell viele Kalorien zu verbrennen und das überschüssige Fett der letzten Monate und Jahre loszuwerden. Bla bla bla. HIIT, ja, kann man machen, ja, ist super. Aber wir machen auch keinen Sport, um Kalorien zu verbrennen. Ja, den Sport macht man, um Muskeln aufzubauen. Und das muss auch nicht gleich, man sieht nicht gleich wie ein Muskelberg aus. Und jeder, der sich das so vorstellt, der hat noch nie mal ein paar Wochen trainiert. Das ist harte Arbeit und man kann da auch einlenken, wenn sich der Körper entsprechend zu drastisch, zu krass verändert. Was wahrscheinlich nicht passieren wird, sondern wird einfach nur schön straff, fest und sieht einfach nur athletisch und gut aus. Dann letztendlich, denn wenn ich das schon höre, ja, nur 20 Minuten oder 30 Minuten HIIT. Also mal ganz ehrlich, HIIT ist für mich hochintensives Training. Ja, hochintensives Intervalltraining. Jeder, der länger als mal 15 Minuten irgendein Training machen kann, der verliert das Ganze schon den HIIT-Charakter. Weil da reden wir von irgendwie Burpees, Sprints oder sonstigen verrückten Sachen, wo man mal richtig Mountain Climbers, wo man richtig Feuer geben kann. Und das kann man nicht länger als 15 Minuten machen, dann ist das kein HIIT, dann ist das ein Cardio-Workout. Ja, dann sind wir wieder beim Kalorienverbrennen. HIIT ist eine fantastische Methodik, um ein paar Kalorien zu verbrennen. Ja, aber wenn du jetzt Fett loswerden möchtest, dann ist das viel zu kurzfristig gedacht, wenn du einfach nur sagst, ich möchte ein paar Kalorien verbrennen und das Fett loswerden. Dann musst du ja immer weiter HIIT machen. Und jetzt mal ganz logisch gedacht, du hast jetzt dein aktuelles Gewicht. Deine aktuelle Bewegung, ja, das, was du isst, du hast irgendwo einen Kalorienbedarf, das, was du isst, das, was du verbrennst, durch also einen Leistungsumsatz, durch Sport, durch Alltagsbewegung, also unbewusst oder bewusst. Und dann kommt da am Ende eine Zahl raus, die ist entweder negativ, dann nimmt man ein bisschen was ab, oder positiv, dann nimmt man ein bisschen was zu. Meistens pendelt sich das so ein bisschen ein und entwickelt sich dann langsam nach oben über die Wochen, Monate so. Dann hat man irgendwie am Ende des Jahres vielleicht ein, zwei Kilo drauf, aber es passiert ja leider jedes Jahr. So. Jetzt hast du diesen Bedarf und jetzt machst du HIIT. Ja, das heißt, du verbrennst, du kurbelst deinen Leistungsumsatz an, du verbrennst also mehr Kalorien. Kommst wahrscheinlich oder vielleicht, wenn du es gut machst und wenn du auch mit der Ernährung vielleicht noch eine Umstellung vornimmst, kommst du in ein Kaloriendefizit und verlierst Körpergewicht, verlierst auch Körperfett. Jetzt nimmt aber ja dein Körpergewicht ab über die Wochen und Monate, weil du nimmst ja ab. Dann braucht dein Körper weniger Energie, um sich zu erhalten. Also dein Kalorienbedarf sinkt. Okay? Das bedeutet, du musst immer mehr HIIT oder immer mehr Kalorien einsparen durchs Essen, mehr HIIT machen, mehr Kalorien einsparen durchs Essen, um weiter abzunehmen. Jetzt sagen wir mal, jetzt hast du dein Gewicht gefunden. Du bist zufrieden, ja? Wahrscheinlich sieht es noch nicht ganz so gut aus. Ja, da kommen wir gleich noch zu. Aber du hast dein Gewicht und möchtest es eigentlich jetzt halten. Aber du hast dich bei der Ernährung vielleicht eingeschränkt. Es sei denn, du hast auch da vieles richtig gemacht und für dich ein Konzept gefunden, mit dem du genauso weiterleben möchtest, was nicht auf Verzicht beruht, sondern auf einfach einer bedarfsdeckenden Versorgung und leckeren Lebensmitteln, Rezepten. Jetzt musst du aber immer weiter HIIT machen und musst immer weiter auf das schauen, was du isst, um dein Gewicht zu halten. Warum ist das so? Du hast nicht ein Gramm Muskulatur aufgebaut während dieser Zeit. Vielleicht minimal, ja, aber HIIT ist ja jetzt noch nicht das klassische Muskelaufbautraining. Du hast vielleicht ein bisschen ausdauernde Muskulatur aufgebaut, ja. Aber keine Muskulatur, die diesen Kalorienunterschied von deinem alten Gewicht zu deinem neuen ausgleicht. Weil der Körper jetzt einfach weniger Energie benötigt, um sich zu erhalten. Das heißt für dich, du kannst weniger essen oder du musst noch mehr dauerhaft Sport machen, HIIT machen. Geht auch für andere Cardio-Einheiten. Ja? Also HIIT ist jetzt nur, weil das in den Medien ja immer so populär gehalten wird. Kurze Zeit, wenig Zeit, zack, Attacke. Alle, die übrigens irgendwie 30 Minuten HIIT-Workouts oder so, was soll das sein? Ja, das ist kein HIIT, das ist ein Kraftausdauertraining. Aber gut. Auch Cardio, ja, Joggen, Fahrradfahren, Schwimmen, super. Kann man toll nutzen, um auch dadurch Gewicht zu verlieren. Aber jetzt kommt der springende Punkt, wie willst du das denn halten? Du hast doch eine dauerhafte Einschränkung jetzt. Weil du keine Muskulatur aufgebaut hast. Und da kommt das Krafttraining ins Spiel. Im Krafttraining verbrennst du vielleicht pro Einheit weniger Kalorien als bei HIIT oder beim Joggen oder wo auch immer.
aber du baust Muskulatur auf. Und Krafttraining kann zu Hause sein, kann Liegestützen sein, kann ein paar Körpergewichtsübungen sein, kann auch mit Bändern sein, kann draußen sein. Gezielte Übungen vor dem Joggen zum Beispiel, ja? Oder vielleicht auch im Studio gezieltes Krafttraining für gewisse Regionen. Schön mehrgelenkige Übungen, idealerweise, um auch da Zeit zu sparen. Und diese Muskulatur, die du da aufbaust, die kann diesen Unterschied von deinem alten Gewicht zu deinem neuen Gewicht, diesen Unterschied in deinem Kalorienbedarf ausgleichen. Dann kannst du immer noch oder plötzlich, weil diese Muskulatur baust du über die Zeit auf, so viel essen wie bei deinem alten Gewicht, ja, aber hast dein neues Gewicht. Und dann, now we're talking, da kannst du dein Gewicht auch halten, weil du nicht mehr plötzlich weniger essen kannst, sondern genauso viel wie vorher. Ja, also fällt es dir gar nicht mehr so leicht, gar nicht mehr so schwer. Du bist auch nicht zum HIIT verpflichtet und Kalorien verbrennen. Du machst idealerweise deine Übungen, und da reden wir über zweimal, ja, 30 bis 60 Minuten. Wenn man Lust hat, auch ein drittes oder viertes Mal pro Woche Sport. Und dann kannst du das Gewicht halten. Und dann siehst du auch noch, und da kommen wir zu dem, was ich eingangs gesagt habe, dann siehst du auch noch richtig gut aus, weil wenn du nur über HIIT und über Cardio und über die Ernährung abnimmst, das hier, das geht nicht richtig weg. Da ist entweder Haut oder immer noch Fett. Da ist kein neues Gewebe entstanden, da ist keine Muskulatur. Ich rede nicht davon, dass man das eintauschen kann, ja? Gewebeart, das eine würde sich, das Fettgewebe baut sich langsam ab, aber das Muskelgewebe, und das ist das Problem an HIIT, an Cardio, das baut sich nicht auf, das baut sich sogar ab, weil dein Körper benötigt keine Muskulatur für diese Übungen. Das heißt, du verlierst auch einen Großteil, wenn du dein Körpergewicht so reduzierst, an Muskulatur. Das heißt, du siehst danach eingefallen. Früher haben wir lauchig gesagt, ja, eingefallen, dürr und trotzdem irgendwie noch so ein bisschen skinny fett, also irgendwie immer noch so ein bisschen weich, kuschelig aus. Und das willst du ja eigentlich nicht. Das heißt, dir fehlt Muskelgewebe. Nicht hier die richtig dicken Muskeln, sondern einfach eine schön straffe Haut, ein schön straffes Muskelgewebe am Po, an den Beinen, an den Armen, an der Brust, hier. Bei Männern, ja. Das fehlt dir und dafür brauchst du Krafttraining. Und falls du wissen möchtest, wie du einfach von Anfang an sinnig dein Körpergewicht reduzieren kannst, dein Körperfett reduzieren kannst, ohne viel Muskeln zu verlieren, im Idealfall sogar Muskeln aufzubauen während dieser Zeit. Oder wenn du gerade das Ganze schon vollzogen hast, wir können leider deine unsinnige Diät nicht mehr rückgängig machen mit HIIT und Cardio, aber wir können von nun an System in deinen Alltag, in deine Ernährung, in dein Training, in dieses gesamte Paket bringen und von nun an das Ganze straffen, festmachen. Ja? Das heißt, in beiden Fällen macht es Sinn, jetzt auf www.wisefitness.de zu gehen und dich für ein kostenloses Kennenlerngespräch einzutragen. Denn dort werden wir dich da abholen, wo du aktuell bist. Entweder da, wo du sagst, ich möchte jetzt was verändern, ich möchte jetzt mein Fett loswerden, aber ich möchte danach auch richtig geil aussehen. Oder du hast das Ganze schon absolviert, aber du bist noch nicht zufrieden mit deiner Form. Du hast Schwierigkeiten, jetzt dein Gewicht zu halten. Du würdest, wenn du jetzt nicht verzichtest, wieder zunehmen, oder du bist an diese Sportpensum gebunden. Du hast dir dein eigenes Gefängnis gebaut. In beiden Fällen können wir dir helfen. Wir können mit dir einen Ausblick, eine Strategie über die nächsten Wochen und Monate erstellen, die alltagstauglich für dich ist, die familientauglich für dich ist, die sich auch dauerhaft und auch über unser Coaching hinaus für dich umsetzen lässt, damit du nie wieder Probleme mit deinem Gewicht hast. Du kannst das Ganze an uns outsourcen. Wir bauen dir dieses System. Du setzt das ein. Wir werden im engen Austausch interaktiv sein, weil das ist etwas, was ich natürlich auch entwickeln muss. Und je länger wir das Ganze machen, desto besser können wir dir dein System bauen. Falls das für dich interessant ist, dann ab auf www.wisefitness.de. Und dann sprechen wir schon bald, oder einer aus unserem tollen Team wird dann mit dir in Kontakt treten, und dann werden wir uns deine Situation individuell anschauen, mit dir diesen Plan, diesen Fahrplan Schritt für Schritt erarbeiten, und am Ende, wenn du ein Macher, eine Macherin bist, dann machen wir das Ganze gemeinsam, ziehen das richtig schön durch, aber dann hast du auch dauerhaft endlich dieses leidige Thema vom Tisch. Das war's für heute, dein Yannick.